Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 3. Wir haben gestern hier bei dem Ausgang, dem Höhlenausgang vor Morningwood aufgehört. Und werden jetzt hier einfach mal ein bisschen weitergehen. Ich habe gerade echt Bock, dieses Spiel aufzunehmen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass man mich nicht großartig jetzt dabei stört. Und ich auch mal ein bisschen länger spielen kann, wie eine Dreiviertelstunde, Stunde. Weil so langsam wird es echt spannend, was hier passiert. Also, ich finde es echt klasse. Ah ja, ich habe mir mal ein paar kostenlose DLCs runtergeladen. Unter anderem, ja, das neue Tattoo, was man da schon sieht. Und habe mir meine Haare schwarz gefärbt. Kann, glaube ich, jetzt meinen Hund auch in eine andere Rasse umwandeln. Habe ich allerdings noch nicht gemacht, weil ich den Border Collie eigentlich recht toll finde. Den lassen wir einfach mal. Ja, ansonsten nur so Schnickschnack, was man sich da holen kann. Nichts Weltbewegendes. Oh, das sieht auch spannend aus. Da werde ich gleich mal schauen gehen. Eine Kiste. Ah, hier gibt es wieder einiges zu entdecken. Das gefällt mir. Erfolg freigeschaltet. Gräber. Oh. So schnell kann es gehen. So, 400 Gold schon. Wow. Das ist ordentlich. Was haben wir hier? Kann ich nicht mit interagieren oder noch nicht? Wird vielleicht noch kommen. So. Mal gespannt, was hier für Gegner kommen. Wir waren in der Höhle ein gutes Team, oder? Es ist lange her, dass ich in einem echten Kampf verwickelt war. Es war wie an der Seite eures Vaters. Okay. Ich habe vergessen, wie es ist, neben Helden zu kämpfen. Kiste. Kiste. Und noch eine Kiste, oh mein Gott. Ah, hier muss ich mich echt ein bisschen länger aufhalten. Gehen wir erstmal in die Richtung. Warum kann ich eigentlich. Kann ich nicht mehr sprinten? Ich müsste doch sprinten können. Wir müssen gleich da sein. Okay, irgendwie reagiert die Taste nicht mehr. Da, das muss es sein. Ich würde alles für einen Teller Suppe und ein heißes Bad geben. Das kann doch nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Irgendwie sehr spannend, was meine Tastatur gerade mit mir macht. Oh, was ist denn das? Der Knochenbrecher. Aha. Ist das nicht den gleichen, den ich jetzt schon anhabe? Das Sprinten funktioniert immer noch nicht. Muss ich mal schauen, was das ist. Vielleicht muss ich einfach das Spiel nochmal nachher neu starten. Aber okay. Sprinten ist jetzt nicht essentiell wichtig. Wichtig ist, dass ich schießen kann. Und Magie verwenden. Ja, geht beides. Dann ist alles im grünen Bereich. So. Ja, ich will erstmal hier hinten nach der Truhe schauen. Hoffentlich können wir die schon öffnen. 10 Schlüssel, jawohl. Und? Was ist drinne? Schnitters Kriegshammer. Okay. Schaue ich mir gleich alles an. Erstmal hier ein bisschen weiterlaufen. Die Umgebung hier gefällt mir richtig. Die ist echt schön gemacht. Ah. Dreihundert Gold. Na, jetzt so langsam kommt sie aber echt ins Rollen mit meinem Geld. Hier scheint sonst nichts mehr, außer ein Grabungsort zu sein.
Nochmal 200 Gold. Na, wunderbar. Verschwinden wir hier auch mal wieder. Sprinten. Irgendwie vermisse ich es doch gerade. Nur so ein bisschen. Weiß echt nicht, woran das liegen könnte. Aber gut, wir kommen auch so von A nach B. Wird es gerade Nacht? Das sieht ganz danach aus. Bisschen unheimlich jetzt hier. Aber da ist Morningwood. Bleibt sofort stehen! Seid ihr Männer oder hohle Männer? Seid ihr verblödet, Junge? Öffnet die Tore! Walter? Seid ihr das? Ja, allerdings. Lasst ihr uns jetzt herein oder nicht? Gut, ja, natürlich. Tor öffnen! Sagt Major Swift, Walter ist hier! Okay. Willkommen, Sir Walter. Sir! Das ist der einzigartige Major Swift. Walter, was zum Henker macht ihr hier? Wir wollen zu euch. Ich habe einen Vorschlag. Ihr seid hier, um uns einen Vorschlag zu machen? Ich dachte, ihr rettet uns von den Legionen der Verdammten. Ben Finn, schön euch zu sehen. Dann sind die Legenden über diesen Ort also wahr. Und ob? Ihr habt noch nie so viele hohle Männer an einem Ort gesehen. Wir versuchen seit Wochen, ihnen den Garaus zu machen. Aber dafür machen sie uns den Garaus. Wir haben letzte Nacht gute Männer verloren. Auch Leutnant Simmons. Die Biester kommen heute Nacht bestimmt wieder. Logan hat einfach immer die besten Aufgaben für euch, was? Das gehört zu den Dingen, über die ich mit euch reden wollte. Ist das? Der Prinz. Ja, ich erkläre das. Behandelt ihn bis auf Weiteres, wie alle anderen auch. Natürlich. Hauptmann Finn zeigt euch den Mörser. Wir können hier jemanden gebrauchen. Trefft mich dann bei der Mauer. Dann mache ich euch mit Grenadier Dusel bekannt. Dem größten Kriegspilz hier im Fort. Ihr werdet wohl die ganze Nacht beim Mörser sein. Seht euch erst um. Sprecht mit den Männern. Ihr sollt wissen, mit wem ihr es hier zu tun habt. Okay. Was machen wir? Erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Hier stehen bestimmt Endlich Kisten. Endlich aus rum. Dem alten Schloss raus, hä? Es hat lange gedauert, Major. Ach, meine Füße tun so weh. Ich sagte, diese Stiefel trage ich nicht. Ja. Holt eure Tränke hier! Nein, kann ich nicht zerstören. Tränke, Tränke. Nein, brauchen wir beides nicht. Haben wir, glaube ich, genug Schaden von gefunden. Das geht hier also vor sich. Was macht es der ist, hier? Es ist, wie ich gehofft habe. Wie alle gehofft haben. Er ist ein Held. Bereit dazu, das Königreich in einen Aufstand zu führen. So ist es. Prima. Hier steht doch nicht so viel rum, wie ich dachte. Wo geht's hier lang? Verschlossen. Oh, Gott. Seht, er macht es wieder. Hey, Grove, worum geht's hier? Los, erzähl uns die Geschichte. Würde euch nicht gefallen. Gewalt, Fluchen, Sauforgien. Ja? Ja, nichts davon. Und manche Wörter sind auch ganz schön lang. Gut. Da komme ich nicht lang. Aber irgendwie sind die hier noch alle ganz schön gut gefasst. Dafür, dass ja, sie wahrscheinlich alle kurz vorm Sterben sind. Dank den hohlen Männern. Aber jetzt sind wir ja da. Ja. Ihr habt noch nie einen Mörser benutzt? Ist ganz leicht. Man kann sich natürlich auch immer selbst dabei verletzen, aber ihr lernt das schon. Das ist Grenadier Dusel. Er wird für euch laden. Schön abzutreffen. Es stimmt, was man über mich sagt. Ich bin ein Glückspilz. 724 Verletzungen und nach auf der Posten. Ach. Keine Sorge, ihr gewöhnt euch an ihn. Dann ist er nur noch halb so schlimm. Gut, Dusel, dann zeigt ihm, wie der Hase läuft. Ja, yes, Sir. Na gut, ich lege mein Leben in eure Hände. Also müsst ihr schon wissen, was ihr tut, okay? Los, an den Mörser. Wir machen ein paar Schießübungen. Okay. Machen wir.
Endlich mal sehen, mal. Was ihr drauf habt. Seht ihr die Vogelscheuche da? Jagt sie in die Luft. Ja, ganz. Ja, ja. Boom. Seht ihr das? Seht ihr? Lebt wohl, Vogelscheuche. Das war ausgezeichnet. In Ordnung, Dusel. Nicht so euphorisch. Ihr wisst, was dann passiert. Kümmern wir uns ums letzte Ziel. Noch eine übrig. Moment, die habe ich nicht ins Spiel gebracht. Ah. Das war ein holer Mann. War doch irgendwie auch klar. Es kann losgehen. Von wo kommen sie denn? Oh, wie schön. Das hat Stil. Los. Ausgezeichnet gemacht. Seht euch den an. Sie kommen von rechts. Rechts, das hier. Oh, gut. Da kommen sie. Noch einer für den Häcksler. Sehr gut. Da kommen noch mehr. Macht weiter, dann gewinnen wir. Wow. Haltet das Ding nach rechts. Da kommen mehr von links. Na, wo denn jetzt? Rechts, links, Mitte, vorne, zurück. Da kommen sie. Von links. Genau so. Haut sie. Von rechts! Hey, gut gemacht! Da kommen wir von links! Oh, herrlich! Auch noch ab. Der Zombie-Staub brennt in den Augen. Tut er das? Weiß noch ich nicht. Noch einer für den Häcksler. Sehr gut! Oh, da ist noch ein Schlüssel. Da kommen sie! Ausgezeichnet gemacht. Oh, wie schön. Das hat Stil. Oh, herrlich. Da kommen mehr von links. Das ist echt ein bisschen stressig gerade hier. Ein Abgang mit einem Knall. Der Zombie-Staub brennt in den Augen. Hätte ich nicht besser gemacht. Nee. Oh, wie schön. Das hat Stil. Oh, gut. Da kommen sie. Wie würde ich die, glaube ich, lieber in den Nahkampf alle machen, ein bisschen? Der Zombie-Staub brennt in den Augen. Das sind schon ein paar. Hey, gut gemacht. Ja, das ist drauf. Ui. Macht weiter. Yeah. Da kommen noch mehr! Von rechts! Genau so! Haut sie! Zack! Da kommen sie! Von links! Ey, gut gemacht! Ah, da hinten. Da kommen mehr von links! Das kann ich nicht abstürzen lassen. Das hätte ich nicht besser gemacht. Das war's? Sie sind am hinteren Tor! Geht in Stellung! Zielt auf das Tor! Sie dürfen nicht durchkommen! Ach, mit dem Mörser, oder wie? Nee, nicht mit dem Mörser. Drückt! Drückt! Ich kann nicht! Die sind zu stark! Nein! Mach das Tor! Das wird kein gutes Ende. Ja, mein Nahkampf. Noch einer für den Hexer. Sehr gut! Das sind ja mit einem Schuss erledigt. Was soll das?